Ein Großbrand hat am Donnerstag den Elektronikmarkt Euronix im Wittmunder Gewerbegebiet komplett vernichtet. Gegen 15.30 Uhr hatten Kunden entdeckt, dass Qualm aus dem Gebäude aufsteigt und die Mitarbeiter alarmiert. Kunden und Beschäftigte konnten sich zum Glück unverletzt aus dem Geschäft retten. Die Flammen wüteten stundenlang. Bei dem Großeinsatz der Wittmunder Wehren waren auch die Drehleiter aus dem benachbarten Jever und ein Löschfahrzeug der Flughafenfeuerwehr der Luftwaffe im Einsatz. Die Polizei sperrte das Gewerbegebiet großflächig ab. Dadurch kam es auch auf der Bundesstraße 210 zwischen Jever und Wittmund und auf der Wittmunder Umgehungsstraße zu massiven Verkehrsbehinderungen. Die Löscharbeiten dauerten bis spät in den Abend. Zur Schadenshöhe und Ursache ist noch nichts bekannt.